Lieber Herr Martin Bauer, vielen Dank, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Wir haben ja jetzt ein Jahr digitale Grundbildung hinter uns. Wie sieht denn Ihr Resümee soweit aus und was hat denn bis jetzt alles gut geklappt? Es war ein echter Quantensprung, der der österreichischen Bildungslandschaft da gelungen ist. Wir haben uns angelehnt an die europäischen Zielsetzungen, dazu bekannt, digitale Grundbildung verbindlich einzuführen, sodass wirklich alle Schülerinnen und Schüler davon profitieren können, nämlich davon, welche Chancen Digitalisierung bietet. Wie wurde das dann von Lehrendenseite angenommen? Gab es einen Run auf diese Stellen, auf diese Stunden? Wir haben ja seit 2018 mit der verbindlichen Übung schon sehr viele Erfahrungen sammeln können. Nur das Ausmaß der Stunden ist natürlich gestiegen. Also ja, so gesehen ist es ein Run. Auf der anderen Seite brauchen wir diesen Run auch, denn wir bleiben ja bei der digitalen Grundbildung nicht stehen mit der vierten Klasse in der Unterstufe. Das muss ja weiterlaufen. Also wir wollen ja digitale Bildung verbindlich bis zur Matura bringen, sodass wirklich alle Bürgerinnen und Bürger über digitale Basiskompetenzen verfügen. Und damit erfüllen wir auch das EU-Ziel. Wie war denn der Response von den SchülerInnen? Also sind da schon viele tolle Projekte entstanden? Was haben Sie denn da so mitbekommen? Also was mich persönlich beeindruckt, ist, wie fächerübergreifend hier digital unterstützt unterrichtet wird. Es ist ein wirkliches Bündel an Kompetenzen, die notwendig sind, um solche Projekte im Rahmen der digitalen Grundbildung dann umzusetzen. Und da kann ich eben auch andere Fächer sehr gut dabei einsetzen. Also Biologie, Geschichte, Geografie, überall ergeben sich spannende Projektaufgaben, die ich dann digital unterstützt in Form von Projekten abbilden kann. Gab es jetzt nach diesem einen Jahr etwas, was Sie persönlich auch mitgenommen haben, gelernt haben, was Sie vielleicht vorher gar nicht vermutet hätten oder was überrascht hat? Überrascht hat mich, wie stark die künstliche Intelligenz in den letzten Monaten, also vor allem seit ChatGPT wirklich medial gehypt wurde, wie stark das und wie schnell das auch in die Köpfe vor allem der Schülerinnen und Schüler gelangt ist, die das einfach ganz selbstverständlich verwenden. Wenn ich heute KI als Möglichkeit wahrnehme, dass ich damit mir einen Nachhilfelehrer ersparen kann, indem ich einen individuellen persönlichen Lerncoach zur Verfügung habe, der noch dazu kostenlos ist oder fast nichts kostet, ist das ein Riesenvorteil. Also eine Möglichkeit für Jugendliche, gemeinsam mit der KI, anhand der KI, vielleicht auch als kritischen Buddy, gemeinsam damit zu lernen. Aber ich muss dazu auch Eigenverantwortung für meinen eigenen Lernfortschritt übernehmen. Und das ist vielleicht die große Herausforderung, vor der wir auch als Schulsystem insgesamt stehen, nämlich nicht das Lernen in der Schule steht im Mittelpunkt unserer Bemühungen, sondern das Lernergebnis. Abgesehen davon, wenn jetzt gibt es ja auch noch sowas wie soziale Kompetenzen, Soft Skills, das ganze soziale, menschliche. Wenn jetzt Jugendliche aktiv in Medienprojekte eingebunden sind, lernen sie all das auch mit. Warum ist das aus Ihrer Sicht wichtig und warum sind dann auch so Preise wie der MLA dann Motivator für genau solche Sachen? Es ist erst unlängst in Oberösterreich die aktuelle Jugendstudie veröffentlicht worden. Und mich hat beeindruckt, dass im Zentrum dieser Digitalisierungswelle die Kollaboration und die Kommunikation steht. Das heißt, insbesondere Jugendliche nutzen digitale Endgeräte und digitale Medien, auch soziale Medien, vor allem auch, um zu kommunizieren und gemeinsam an etwas zu arbeiten. Und insofern ist es wichtig, dass wir in der Schule genau diese Kompetenzen auch stärker einsetzen oder stärker diese Kompetenzen den Schülerinnen und Schülern antrainieren, oder sie müssen sich selber antrainieren, damit sie in der Lage sind, dann später auch so zu arbeiten. Diese neue Arbeitswelt muss man auch annehmen können. Und ja, da gibt es ganz viele Chancen. Natürlich gibt es dabei auch Risiken. Und auch das ist wichtig, glaube ich, insofern auch ein wichtiger Punkt in der Medienbildung, über die Risiken zu sprechen, die Gefahren, die mit der Nutzung auch zum Beispiel von sozialen Medien verbunden sind, dass man das im Rahmen des Unterrichts auch ganz stark thematisiert. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Ich würde Sie jetzt bitten, dass Sie die offiziellen Eröffnungsworte für den MLA 23 sprechen. Bitte in diese Kamera. Gerne. Ja, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer am MLA 2023, liebe Schülerinnen und Schüler, aber auch liebe Lehrerinnen und Lehrer, die Sie dazu beitragen, dass Schülerinnen überhaupt erst an einem solchen Wettbewerb teilnehmen und mit ihren kreativen Ideen auch zeigen, wie
wie vielfältig Digitalisierung an den Schulen gelebt wird. Ich bin immer absolut beeindruckt, welche Ergebnisse hier diese Projekte auch bringen, wie kreativ Schülerinnen und Schüler sind im Umgang auch mit diesen Projekten. Und ich sehe auch, wie viel Spaß das macht. Das zeigen die Videos immer sehr eindrucksvoll. Insofern ein großes Danke von meiner Seite, auch stellvertretend für Herrn Bundesminister Polaschek, an Sie alle, dass Sie überhaupt an dem Wettbewerb teilnehmen und dass Sie auch die Arbeit auf sich nehmen, so engagiert sich hier zu präsentieren. Ich mache mir überhaupt keine Sorgen um die Zukunft unseres Landes, wenn ich mir hier die Ergebnisse dieser Projekte ansehe. Insofern alles Gute und vielen Dank für Ihr Engagement.